Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir spielen Kingdom Come Deliverance und wir sind in Ratai. Das heißt, wir haben Wissen, was habe ich rausgelassen. Und zwar bin ich jetzt 50 Stunden lang shoppen gewesen. Also ihr seht, 6,7k. Also 6.700 Groschen besitzen wir jetzt. Das liegt daran, dass ich diese ganzen Rüstungen, die wir im Lager geklaut haben, verkauft habe. Das wollte ich euch einfach nicht antun. Das ist einfach ein Gefeilsche und ein Hin- und Hergemache und so weiter. Fakt ist, ich habe gerade auch noch ein paar Tränke gemacht. Habe mir schnell noch mal ein paar neue Nachtfalken-Tränke gemacht. Die kann man immer brauchen. Deswegen räume ich schnell noch ein bisschen auf. Und ja, so grundsätzlich sind wir jetzt neu aufgestellt. Also ich habe jetzt den kumanischen Bogen, der hat noch mal viel mehr Bums, als der, den wir vorher hatten. Also der brettert richtig rein. Das Schwert haben wir so gelassen. Rüstung, ja, ich habe jetzt diese edle Kettenhaube auf, den edlen Kyras dazu. Jetzt die kumanischen Armschienen, die waren ein bisschen besser als die normalen Armschienen, deswegen habe ich die genommen. Kumanische Sporen habe ich reingenommen in der Hoffnung, dass die besser sind als die gewöhnlichen. Mal schauen. Ja, und wir haben jetzt ein ungarisches Kettenhemd. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Also das hat weitaus mehr als das Kettenhemd, was wir vorher hatten. Also so grundsätzlich, ja, sind wir ganz gut aufgestellt. Dann hat mein Pferd ganz schön gelitten. Ja, vielleicht das noch so zur Info. Und zwar war hier, das ganze Zeug war alles kaputt. Das musste ich auch erstmal reparieren lassen. Also das Zaumzeug war ziemlich hinüber. Die Schabracke war auch im Eimer. So, großartig neu gekauft habe ich mir tatsächlich nichts. Sondern das war es dann auch so. So, ja, wir haben jetzt hier noch ein paar Quests offen. Wir haben jetzt die plündernden Kumanen. Und wir haben das Schlangennest, was wir abschließen können. Pfeile im Brandstecken, alles klar. Und dann können wir zu den Herrn Ratzig zurückkehren. Jetzt weiß ich halt nicht so richtig, ich würde tatsächlich ganz gerne... ja, wir machen das. Wir kehren jetzt mal zurück. Ich habe ein bisschen Angst, dass da jetzt irgendwie noch was passiert, wenn ich ehrlich bin. Das kann ja durchaus dann auch möglich sein, dass die jetzt, weil wir im Lager waren, einen Angriff ausrufen oder was auch immer. Ich müsste eigentlich dann auch mal was essen und eine Runde pennen. Das kann ich aber in dem Ratzig-Lager, glaube ich, auch machen. Weil ich habe jetzt wirklich ein paar Tage durchgemacht. Also die letzte Nacht waren wir im Lager plündern und jetzt geht es schon wieder auf den Abend. Also jetzt reicht sogar meinem guten Heinrich ein bisschen. Deswegen, ich glaube, wir werden jetzt ins Lager reiten, werden uns dort mal satt futtern, weil die haben ja da jede Menge Töpfe rumstehen und werden uns da erstmal eine Koje suchen und erstmal auspennen. Ich denke, das macht Sinn. So, Merhuyet. Wir müssen eh mal gucken, ob es hier noch andere Quests gibt. Ansonsten will ich ja gerne noch in Sarasau die Quests machen, aber ich glaube, das machen wir, wenn wir mit der Main-Quest hier soweit erstmal fertig sind. Mal schauen. Also kann mich täuschen, aber ich würde schon ganz gerne dann noch, diese Quests mit meinen Kumpels aus Skalitz machen und ja, glaube ich, gibt es da noch ein bisschen mehr. Hier gibt es doch bestimmt auch irgendwo eine Herberge, oder? Das wäre vielleicht ganz cool. Wir reiten erstmal zum Herrn. Ja. Wir reiten erstmal ins Lager. Komm. Wird schon werden mit der Mutter Bären. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Und ab durchs Gebüsch. So, jetzt. Ich habe übrigens die Kumanenrüstung als Tarnung tatsächlich behalten. Die habe ich eingelagert, weil ich gedacht habe, wer weiß, wann man es nochmal braucht. Also die Kumanenrüstung liegt in meiner Truhe. Die habe ich nicht verkauft. Ich habe auch den Anführerhelm hier noch im Pferd gelassen. Also auf dem Pferd, weil ich nicht so richtig weiß, braucht man die noch oder eben auch nicht. So, Sattheit 85. Das heißt, ich glaube, ich ziehe mir jetzt noch was. Heinrich, schön, dass du da bist. Zieh mir noch was zu futtern rein. Pack mich hier hin. So. Und dann schlafen wir erstmal. Oh, heute müssen wir mal ausschlafen. Ja, es war... Ja, oh Gott, guck mal hier. 12 Stunden reicht gar nicht zum Ausruhen. Ja, weil der Komfort nicht so besonders ist. Das ist tatsächlich ein Problem. Aber egal. Egal.
So. Ich werde mir dann in Meerhojet meine Herberge suchen, denke ich. Ist halt die Frage. Ich wollte ganz gerne. So, wir sind in der Kräuterkunde aufgestiegen, weil wir ja das Buch wieder im Schlaf gelesen haben. Dieses ist jetzt hiermit auch abgeschlossen. Jetzt habe ich noch Flink wie ein Wiesel und die Mythen der Rhetorik. So, ich habe mir übrigens ein Schuster-Set gekauft. Guck mal. Dann muss ich auch mal aufs Pferd packen. So. Ja, ansonsten sieht das alles gut aus. Die Frage ist jetzt tatsächlich, passiert jetzt was? Ich habe ja jetzt eigentlich hier ein Safe Game, weil ich ja hier gepennt habe. Das heißt, ich könnte jetzt erstmal nach Sasau reiten, weil ich würde ganz gerne noch ein paar kleinere Quests machen. Beziehungsweise können wir auch mal in Meerhöjet uns eine Unterkunft suchen. Das fände ich auch ganz nett. Wenn wir schon mal hier sind, können wir ja mal gucken, was so alles geht in Meerhöjet. Den Ort haben wir uns ja tatsächlich noch gar nicht so richtig angeschaut. Das wäre ja durchaus mal ganz spannend. Mal sehen. So. Und wir gucken mal. Ja, also Questgeber ist tatsächlich gerade nur einer aktiv. Dann wäre da noch das Kommandolager, aber... Ich glaube, das kann ich auch später noch machen. Okay, Frage ist halt das hier. Im Norden. Ich tippe ja darauf, dass das die Schenke ist. Mal schauen. Schlacht Rosienda. Oh. So ein gutes Ross. Schlacht Rosienda. Ist das hier eine... Kann ich das hier kaufen oder was? Ist das hier ein Pferdehändler? Guck mal hier. Also sind. Man muss ja tatsächlich sagen, alle Pferde sind besser als Pebbles, ne? Was auch ein bisschen traurig ist. Ja, das ist ein Pferdehändler. Warte mal. Hieß das Pferd gerade Plötze? Ehrlich jetzt? Ehrlich? Ja, Plötze, für die, die es nicht wissen, das ist das Pferd aus The Witcher. Also das Pferd von Geralt heißt auch Plötze. Okay, ja, schauen wir mal. Vielleicht kann der mir ja mal ein Pferd verkaufen. Es ehrt mich, dass du zu mir... Oh, guck mal. Der Pferdehändler hat einen Pferdekopf. Ich möchte ein... Und? Jo. Ja, sie sind vom Feinst. Gefällt dir eines... Mal schauen. Schlacht Rosienda. Plötze, ey, ehrlich. Ein besseres Pferd gibt... Aber... Nun, es riecht nicht gerade nach Rosen. Es stinkt. Genau genommen stinkt es abscheulich. Okay. Wie wäre es mit einem Tausch? Bestimmt gibst du es mir billiger, wenn ich mein altes Pferd eintausche. Vielleicht ein anderes? Nee, das ist ja... Das ist nicht so schön. Also Plötze wäre natürlich geil, aber Plötze hat halt tatsächlich echt keine guten Stats. Pass auf. Und das Pferd ist auch zu teuer, das Schlachtross hier, wenn man sich das überlegt. Da war ja das in Uschitze definitiv günstiger. Pebbles, ich weiß, du willst das ungern hören, aber ich werde jetzt nach Uschitze reiten. Und mir da ein neues Pferd kaufen. Weil das ist echt, puh, das ist echt teuer. Das war jetzt gerade nochmal ein Tausi mehr. Der wollte noch 1000 mehr haben. Das sehe ich nicht ein. Das muss ich echt sagen. Es gibt so Dinge, die sehe ich nicht ein. Das gehört dazu. Da können wir lieber hier aufs Gestüt reiten und uns hier in Uschitze den Sleipnir kaufen. Der hat es mir ja eh angetan. Da passt halt einfach auch noch mehr rein. Also ich muss eigentlich sagen, Geschwindigkeit ist mir relativ egal. Also ist schon gut, wenn es ein bisschen schneller ist, aber es ist mir nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich viel einladen kann. Klingt blöd, ist aber so. So, jetzt ist halt die Frage, verkaufen die, wenn ich den Gaul jetzt kaufe, nimmt er da das Zubehör automatisch raus? Ja.
Na dann, auf geht's, ab geht's. Schauen wir mal. U-Schütze, U-Schütze. Na ja, gut. Rampitai. Klar, wir kaufen uns jetzt diesen Slime hier. Den fand ich gut. Hopp, 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 hopp. Pferdchen läuft Galopp. Ja, das ist schon... Am liebsten würde ich ja Pebbles auch behalten, ne? Und ja, keine Ahnung. Aber das ist ja geil, dass es hier ein Pebbles, ein Plötzepferd gibt. Das wäre natürlich cool, weil daran könnte ich mich sehr gut gewöhnen. Ach, Era, du bist so ein dummes. Ja, wir hätten beim Fleisch auch reingemusst, ja. Entschuldigung, braucht ihr nicht in die Kommentare schreiben. Ich weiß, dass ich von Navigation keine Ahnung habe. Habt ihr das gesehen? Jetzt habe ich das Pferd kaputt gemacht. Eieieiei, Moment. Nix, was eine Ringelblume nicht klären könnte, ne? So. Wahrscheinlich eher zwei Ringelblumen, aber na gut. Da reite ich echt am Gestüt vorbei, da war es wieder. Hat echt keinen Zugang, ey. Hallo. Hier hätte ich reingemusst. So, na gut. Ja. So, Moinsen. Ich guck mal, ob das Leib nur noch so da steht. Oder? Krapfen steht auch noch hier. Leiben hier 39,260, 18,250. Das Leiben hier ist gut. Und dann hatten wir hier. Nee, der war halt einfach mutiger, der passt aber nicht so viel rauf. Pegasus ist. Der Pegasus ist hier das schnellste im ganzen Gestüt. Und das ist, glaube ich, das Transportpferd. Und wer bist du? Ja, das ist nix wert. So, okay, pass auf. Ich kaufe mir jetzt einen Slime hier. Glück und Gesundheit. Dir auch. Ich möchte ein Bund. Ja, habe ich. Ja, Sie sind. Gefällt dir eines? Ja, ich will Slime hier jetzt haben. Stark und flink. Und es gibt. Wie wäre es mit einem Tausch? Nee, da gibt mir es nie billiger. Ich gebe jetzt Pebbles ab und er kriegt dafür kein Geld. Weil du es bist. Das ist zu wenig. Abgemacht. Okay. Na komm mal zu mir. So, jetzt müssen wir erstmal schauen. Also das Zeug auf dem Pferd ist noch drin. Hey Slime hier, willkommen im Team. So. Wow, okay. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee war, noch ein schnelleres Pferd zu nehmen. Oh ja, hier ist der normale Lauf schon besser. Oh ja. Slime hier, das war nicht so gut. Acht Beine, mein Freund. Acht Beine hat er. So. Cool. Ja, guck mal, jetzt haben wir hier... hier passt jetzt richtig rein. Das finde ich gut. So, okay. Das heißt für mich, ich gehe jetzt nach Sasau.
Weil ich habe da noch eine Schatzkarte offen. Und der letzte Schatz, wir haben ja bis jetzt erst nur einen einzigen Schatz gefunden, aber der war ja wohl grandios. Also insofern nicht über. Ach, immer in der Ecke ist ein Überfall, guck dir das an. Oh, jetzt kommt gleich wieder irgendwas. Ja, sag ich doch. Meiden bitte. Jawohl. Das ist genial. So. Ich habe jetzt einfach Hoffnung, dass das mit dem Lager jetzt noch ein bisschen Zeit hat. Ich würde gerne noch was anderes machen. So. Oh, nicht schon wieder ein Überfall. Seid ihr bescheuert? Komm, mach weiter jetzt. Überfall, nee. Komm, Sleipnir, zeig uns, was Eile heißt. Na, jetzt ist es natürlich auch noch so spät. Ja gut, den Schatz kriegen wir hin. Also, wenn ich mich nie wieder total bekloppt anstelle. Dann muss man immer dazu sagen. Aber irgendwie war das ja vom Kloster aus ein Stück rüber. Und dann können wir ja in Sasa die Schenke aufsuchen. Also, die haben ja auch so eine Herberge. So, okay, also. Das ist diese da. Einfach vom Kloster aus. Aha. Der Straße folgen in den Wald. Da kommen Zelte. Da gehen wir zwei Straßen weg. Okay, das kriegen wir hin. Habe ich letztes Mal auch gesagt. So, also wir müssen erstmal der Straße hier nach Norden folgen. Komm ins Leiben hier. Oh ja. Ja, merkt man schon. Und Pebbles ist halt auch leider so oft gescheut. So, das Leiben hier, hier geht's lang. Das Pferd, warte mal, kann man das Pferd eigentlich umbenennen? Ist doch mein Pferd, den kann ich doch nennen, wie ich möchte, oder? Nee. Kann ich leider nicht. So, okay, also wir müssen jetzt hier nach Westen. Hier geht was ab. Ja, ihr seht schon, ich muss jetzt wieder... Genau, das ist hier der Weg, der hier abgeht. Also jetzt kommt gleich links das Zelt normalerweise. Also ein Lager oder sowas. Ja. Na? Kommt hier links ein Lager? Okay, na dann meint er das hier. Ja. Und da sieht es dann schon wieder mistig aus. Guck dir das an. Weil ich dürfte jetzt keine Linkskurve haben. Ja, das müsste ja gerade ausgehen. Okay. Ah, gut. Da geht der Weg weiter. Erste Abzweigung. Jetzt geht nach links gleich die nächste Abzweigung weg. So. Und ich muss aber nach Norden. Genau, hier nach Norden. Und dann müssen wir mal links abbiegen. So. Oh, hier ist ein Unfallort. Wir haben so Leute von der Straße gezerrt. Das ist doch schon wieder so ein Lager hier. Banditenlager, Leute, ehrlich. Okay. Naja, hier müsste es doch schon bald hinkommen. Irgendwo hier muss jetzt ein Friedhof oder ein Grab oder irgend sowas sein. Oh, hier, guck mal. Hoffentlich ist es hier keine Leiche. Okay. Aha. Ah, der Traum des Alchemisten. Ein edler Kyras haben wir schon. Groschen nehme ich. Lazarus. Mailänder Plattenbeilinge. Der Unglückswürfel. Was kannst du denn? Ein Spielwürfel, den du am besten so weit wie möglich wegwirfst.
Und verzierte Reitstiefel. Okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Den edlen Kyras, den können wir natürlich echt teuer verkaufen. So, ich habe gewöhnliche Plattenbeinlinge. Die können wir jetzt ausziehen. Und dafür die Dinger hier anziehen. Krass. Jo, und die können wir auch aufs Pferd packen. Ja, am wichtigsten sind halt schon die Bücher. Das ist so, das war Schatz Nummer 2. So, jetzt ist die Frage, die sich mir gerade stellt. Weißt du, wenn wir schon mal hier sind, den Unglückswürfel, den packe ich jetzt einfach mal weg. Den brauche ich nicht. Den möchte ich bitte nicht benutzen. So. Aber wenn wir schon mal hier sind. Und da vorne ist so ein komisches Lager, ne? Dann ist es wieder Zeit für den Mönch. Der Mönch mit dem Messer. Leute, das müssen wir jetzt noch machen. Komm, Banditenlager sind immer gut. Da gibt es immer ein bisschen Beute, da kann man immer was machen. Dafür überziehen wir jetzt auch ein bisschen. Komm, los. So. Ah, wir lesen das Rhetorikbüchlein. Mythen der Rhetorik 3. Okay. So. Deswegen habe ich ja davon schon wieder 9 gemacht, ne? Mist. Jetzt habe ich mir den Lazarus reingetan, den wollte ich eigentlich gar nicht. Na gut, egal. So ist es dann. So, das kauende Chamäleon. Wie sieht es mit Waffen aus? Die sind doch ausgerüstet. Das war ja das letzte Mal auch ein bisschen komisch. Guck mal, hier ist so offen und ich komme nicht ran. Schauen wir mal. Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Hier schläft einer. Dort schläft noch einer. Ein Bandit. Schöne Leiche. Und wer bist du? Martin Fitzek. Ach, guck mal. Hier haben sich neue Banditen eingenistet. Das Lager haben wir schon mal leergeräumt. Aha. Also wenn man diese Lager dann eine Weile unbeobachtet lässt, dann kommen hier neue. Okay. Muss ich da jetzt die Truhe wieder neu knacken? Na klar, warum auch nicht. So, alles klar. Ja, man hat den Fitzek mit dem Edelstein. Das ist ja schon ewig her. Ewig und 3 Tage. Ja, guck mal, das meiste von... Oh, ein glockenförmiger Eisenhut, der ist gut. Dann die Kettenhaube. Oh, hier. Hier gibt es durchaus wertvolles Zeug. Hornstrauch, Jagdbogen. Wenn ich muss. Den Pernach nehmen wir mal auf jeden Fall mit. Könnte man ja tatsächlich auch mal. Und verzierte Reitstiefel. Na süße. Da haben wir doch schon wieder ein bisschen was. So. Den Pernach aufs Pferd. Langstrecken. Nee, das benutzen wir, das weg. Hornstrauch weg. Dann ziehen wir uns wieder an. Und
Ne, die Kettenhaube kann. Wollte ich hier einlagern? Nee. Ah, ne, immer alles durcheinander hauen. Es ist halt echt viel. So. Na gut, aber hier haben wir ja durchaus schon wieder ein bisschen Geld am Start. So. Das ist ja der Knaller. Da haben die Martin Fitzek überfallen haben, sind dann wieder hier neu aufgetaucht. Ey, bleiben hier. Ja, lass mich jetzt nie hängen, du Pfeife. So, da haben wir doch noch einen Schatz gehoben. Und dann möchte ich jetzt hier hin. Ja. So, das sollte ja zügig gehen. Jetzt kommen wir dann natürlich mitten in der Nacht an. Wir werden dort wahrscheinlich jetzt kein Nachtlager bekommen. Das ist schade. Aber, ja, wir können ja dann im Sasau auf dem Markt schnell mal den ganzen Kram verkaufen gehen. Ja, jetzt gehen mir so ein bisschen die Schatzkarten aus. Das ist ein bisschen ärgerlich. Da hätte ich tatsächlich gerne noch ein bisschen mehr, wenn ich es mir aussuchen kann. Doch nirgendwo schmeckt das Bier so gut, wie es bei uns im grünen Drachen tut. Tralalalala. Tralalalalala. Tralalalalala. So. Ja. Ja, die haben schon zu, siehst du es, dachte ich mir, oder? Komm, Wirt, Schankmarkt, Zimmer raus. Bürger, Bürger, Mist. Bürger. Hier ist alles voller Bürger. Ist wie bei McDonald's hier. So. Privat. Auch privat. Ich hätte mir sonst ganz gerne einfach hier hinlegen und pennen, aber ist jetzt nicht. Naja. Na dann warten wir jetzt einfach mal bis zum nächsten Morgen. Das ist ja nicht mehr lange hin. Und ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zugucken und beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, ciao, ciao, der Ära.